Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und wir befinden uns weiterhin hier in Cyanwood. Und ich habe hier ja eine Menge trainiert, das habe ich euch ja in der letzten Folge schon gezeigt. Ich möchte mich allerdings für die letzten 6 Folgen entschuldigen, beziehungsweise für den Sound der letzten 6 Folgen entschuldigen. Leider hatte ich die alle am Stück aufgenommen und habe nicht gemerkt, dass da was mit dem Sound nicht stimmt. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Damit ihr es trotzdem sehen könnt, habe ich es trotzdem hochgeladen. Gut, ob ihr im Endeffekt den Sound ausstellt oder keine Ahnung, was ihr damit macht. Es ist auf jeden Fall war es so, dass die Hintergrundgeräusche viel zu laut waren und man mich eigentlich fast gar nicht verstanden hat. Das tut mir leid. Ihr wisst, ich hatte in letzter Zeit jetzt öfters mal Soundprobleme. Habe es jetzt aber eigentlich in letzter Zeit wieder im Griff gehabt und jetzt wieder ein Rückfall, sage ich mal. Aber ich gebe mein Bestes daran zu arbeiten und ich habe jetzt auch dieses Problem hier wieder behoben. Ich musste ein bisschen am Lautstärke-Mixer rumspielen. Ich weiß nicht, ob es an irgendeiner neuen Version von Pokémon Revolution lag oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es genervt. Aber nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir wollen jetzt den Arena-Leiter uns vorknöpfen. Ich habe entschieden, dass ich Fluffy vorschicke. Wie ihr seht, habe ich auch richtig viel trainiert. Wir haben jetzt 3 50er und mit Gyarados ein 48er. Onix wird sowieso mega unwichtig sein und Quilava konnte ich hier nicht trainieren, weil da nur Wasser-Pokémon kommen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass das eigentlich im Normalfall reichen sollte für Chuck. Und ja, probieren wir es aus. Warum schicke ich Fluffy vor? Ganz einfach, Fluffy paralysiert ja regelmäßig seine die gegnerischen Pokémon. Und das möchte ich mir zunutze machen, weil das kann dazu führen, dass wir im Endeffekt mit Fluffy vielleicht schon einige Pokémon weghauen können. Und seht euch mal an, so viele hat er gar nicht. 3 Stück. Ich glaube, das wird gar nicht so leicht für ihn, uns so zu besiegen. Ja, gut, aber... Na gut, die Paralyse kam natürlich jetzt zu spät. 34.000 Erfahrung. Können wir hier noch irgendwas machen, dass wir nicht... Ja, das war natürlich jetzt irgendwie klar. Wen hauen wir als nächstes rein? Ich würde sagen, wir schicken mal... Oh, ich mach mal den Chat hier zu, das nervt. Ich schicke Gyarados rein. Gyarados braucht noch Erfahrung, um auch auf Stufe 50 zu kommen. Cruncher hilft nicht gegen die, das weiß ich schon. Eis ist auch nicht sonderlich dolle gegen die. Es ist eigentlich egal, was wir machen. Was hat am meisten Power? Es sollte Eisfang oder Aquatail sein. Dann machen wir Aquatail. Guck mal, wie wenig das abzieht. Gar nichts. Vielleicht schaffen wir mit Gyarados sogar noch den nächsten. Wir sind auch overpowered. Das muss man ganz klar sagen. Oh, nicht effektiv, okay. Jetzt haben wir mit Gyarados natürlich ein Pokémon, was jetzt nicht gerade sonderlich gut gegen Poliwrath ist. Aber ich glaube, wir gewinnen trotzdem, weil seine Attacken nicht mal treffen. Okay, jetzt hat es mal getroffen. Fügt er sich aber im Prinzip noch selber Schaden zu. Ja, das sollte auch Gyarados schaffen. Nächster Angriff ist... Kill! Hyperbeam! Ja, Mann! Unser Gyarados lernt Hyperstrahl. Okay, aber wenn man das einsetzt, kann Gyarados im nächsten Zug nichts machen. Außerdem ist Hyperbeam eine Spezialattacke und unser Gyarados ist nicht auf Spezialattacke ausgelegt. Warte mal, was haben wir denn da? Guck mal, Spezialattacke ist richtig schwach bei unserem Gyarados. Ah, scheiße. Nehme ich das jetzt trotzdem mit oder nicht? Ja, wir nehmen es erstmal für Eisfang mit. What? I lost. How about... The Storm Badge. We received the Storm Badge. Ja, sehr schön. Leute, wir haben Chuck besiegt. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber Hauptsache, wir haben das Ding jetzt geholt hier.
Und dann geht's auf zum nächsten Arena-Leiter. Beziehungsweise wir müssen ja jetzt noch die Secret Potion zu Jasmin bringen. Und wenn wir das erledigt haben, können wir sie, glaube ich, auch fertig machen. Und ich glaube, wir sind auch stark genug, um sie auch schon zu packen. Ich bin mir da fast sicher. So, ich will nur noch einmal kurz hier in den Secret Potion laden, weil früher war es anders. Früher hat man die Secret Potion eigentlich erst erhalten, nachdem man ihn besiegt hatte, hier den Arena-Leiter. Jetzt hatten wir die aber, glaube ich, schon, wenn ich nicht recht im Sinne. Ja, ja, hatten wir schon. Gut. Ich wollte nur noch mal auf sicher gehen, nicht, dass wir jetzt rüberschwimmen und dann haben wir es auf einmal doch nicht gehabt. Denn ich hatte jetzt ein paar Tage nicht gezockt. So, ein Krabby. Oh, dann machen wir doch mal Discharge. Dann ist unser Fluffy sogar schon auf 51. Nope. Ja, und bei Garados, wir haben ihn jetzt zwar Hyperbeam beigebracht. Ich vermute aber, dass es nicht dabei bleiben wird. Das Ding ist nämlich, dass wir... Warte mal, wir können mal Onix vorschicken. Dass wir noch Attacken kaufen werden. Und da werden wir nochmal irgendwas dazu kaufen, was unser Garados nochmal deutlich verstärkt. Das sollte halt dann irgendwas sein, was... Ja, sauber, ey. One-Hit oder was? Oh Mann, ey. So eine Kacke. Jo, diesmal war nur schneller. Sauber. Level 43. Ja, doch, da hat er Sturdy nochmal gerettet. Ich weiß zwar nicht, warum wir beim zweiten Mal auf einmal als Erster angegriffen haben, aber egal. Ja, wo war ich stehen geblieben? Nee, genau. Garados. Wir werden dem noch irgendwas beibringen, was besser passt. Keine Sorge. Ich weiß noch nicht, was ist eine normale Angriffsattacke, die jetzt bei meinem Garados noch richtig gut reinpassen würde. Wir haben ja Crunch, ist eine normale Attacke. Surfer ist zwar keine normale, sondern eine Spezialattacke, ist allerdings wegen Surfer. Haben wir das einfach nur dabei. Dann haben wir hier Aqua Tail als Wasserattacke und dann wäre hier noch irgendwas anderes ganz gut. Was ist mir eigentlich... Oh, du nerviges Kackding, Alter. Lass doch meine scheiß Pokémon in Ruhe. Wäre da irgendwas anderes nicht schlecht? Ich muss gleich auf jeden Fall versuchen, mit Aquilava in der nächsten Arena die ganzen Bimbos wegzuhauen, weil Aquilava ist viel zu schwach jetzt. Aber das konnte ich die ganze Zeit nicht vernünftig trainieren, da wir da halt nur Wasser-Pokémon hatten. So. Merkt ihr eigentlich, dass sich an meinem Mikro ein bisschen was verändert hat? Ich habe den Bass erhöht. Ich hoffe, oder ihr könnt ja gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben, dass ihr das besser findet. Ich persönlich finde es ein bisschen besser, so klingt man so ein bisschen professioneller. Aber sagt mal eure Meinung dazu. Vorher kam das immer sehr flüsterig rüber, finde ich. Und ich finde, da ging einfach noch ein bisschen mehr, Leute. Da konnten wir noch ein bisschen was rausholen. So, und jetzt müssen wir nur zu der Tante nach oben und dann regeln wir das. Schicken wir mal Quilava vor. Ja. Leute, wieder der Standard-Fail überhaupt. Bruce Darnell. So. Ich glaube, hiernach müssten wir schon in der Spitze sein. Ja. So, dann geben wir mal ihre Potion. Thank you for bringing this to me. He doesn't take medicine for strangers. I see you in the gym. Alles klar, jetzt können wir auch wieder den Aufzug benutzen. Was ist mit ihrem... Sounds healthy. Bleibt hier oben, oder was? Ach, ist das vielleicht sogar... Macht das die Beleuchtung des Leuchtturms? Ach so. Okay, dann ist man direkt ganz unten. Alles klar. Ja, Leute. Wir bikes...
Ja, gut, wenn man den falschen Weg fährt. Wir bicyclen mal zur Arena. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir der Arena jetzt auch schon gewachsen sind. Allerdings machen wir das dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Ich hoffe, ihr könnt mir vor allem verzeihen, dass die letzten 6 Folgen halt irgendwie Scheiß-Sound hatten. Aber ich hoffe, jetzt ist es wieder besser. Und dann sage ich, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge.